Morgen! Es ist 9.16 Uhr. Oh, Smurfy, geh mal hinten auf die Bank richtig drauf. Wir sind in dem Firmenwagen. Das ist Smurfy immer ganz aufgeregt. Ich habe Kamera dabei. Ich habe mein großes Stativ dabei. Wir sind auf dem Weg zum Haus. Ich wollte euch den IKEA-Hall drehen. Und die Anstreicher kommen und müssen noch was streichen. Hinterm Kamin kommt so eine besondere, was auch immer, Farbe. So ein helles Grau hatten wir uns ausgesucht. Und das wird heute gestrichen. Ich bin voll gespannt, wie das aussieht. Ich zeige euch natürlich das Ergebnis gleich. Ja, ansonsten geht es uns gut. Wir haben wunderbar geschlafen zur Abwechslung. Ich habe keine starken Senkwehen, nicht Senkwehen, sorry, Übungswehen oder wie das heißt, so wie ich sie sonst schon hatte. Alles ist gut. Alles ist super. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Vlog. So. Unten wird jetzt hinterm Kamin gestrichen. Das Abkleben hat jetzt ewig lange gedauert, weil das muss ja ganz gerade sein und so. Ich zeige euch das nachher. Und ich wollte jetzt eben hier unser Familienbett beziehen. Ich habe ja neue Spannbettlaken bestellt und die hatte ich gewaschen jetzt und getrocknet. Und dann wollte ich die schon mal draufziehen, denn es sind ja jetzt nur noch... was haben wir denn heute? Noch dreimal schlafen. Nee. Doch, dreimal schlafen noch. Dann kommt das Umzugsunternehmen und es geht los. Ja, dann werde ich mal starten. So. Ich musste ja auch erst, keine Ahnung, Ende 30 werden, dann, bis ich gelernt habe, wie man die falten muss. Die Spannbettlaken, dass es ordentlich aussieht. Wenn ich euch das mal zeigen soll. In einem Video, dann schreibt mir das in die Kommentare. So. Ich glaube, so ordentlich macht man das nur beim ersten Mal, ne? Hinterher ist einem das völlig egal, ob da Wellen drauf sind oder so. Das ist ja jetzt, weil noch keine Decken und so da drauf sind, sieht man ja auch jede Welle. So, und hier ist jetzt die Seite mit dieser Inkontinenzunterlage. Und jetzt bin ich ganz gespannt, ob man das sieht. Ne, sieht man nicht, ne? Sieht schön aus. Kann ich mit leben. So. Doch, sieht gut aus. Ich finde das so schön, dieses Holz. Das krümmelt zwar ein bisschen ab. Wo kann ich euch das zeigen? Hier. Ab und zu sind so Krümmel von dem Holz. Aber wir haben das ja extra hier so überstehend gemacht, dass man es nicht in die Knie hat und so. Und irgendwann sind die gängigen Stellen, wo man halt am meisten sitzt, abgenutzt. So unser Gedanke. Noch eine Welle, aber wie gesagt, wenn dann die Bettdecken darüber sind, dann sieht das eh keiner mehr. Oh, ich freue mich so richtig schön auf diesen Frottee zu schlafen. Schön. So, meine Lieben, das ist jetzt die Ecke, wo gestrichen wurde. Das ist jetzt natürlich noch feucht, deswegen sind da noch diese ganzen Schattierungen zu sehen. Das müsste nachher weg sein. Aber ich finde, es ist sehr schön geworden. Die Farbe passt gut rein. Mein Stativ steht da, denn ich habe gerade hier den IKEA-Hall für euch gedreht, was ich euch versprochen hatte. Und ja, es sieht sehr gemütlich aus. Wenn dann noch der Fernseher da ist, dann ja, freue ich mich. Endlich ist das auch fertig. Ich fahre jetzt zum Bernd in den Laden und in der Zeit kann hier der Staubi schön saugen, habe ich überlegt. So, dann ist das nachher hier einigermaßen sauber, wenn ich wieder komme.
Also, ich war schon am Laden beim Bernd. Wir haben zusammen gefrühstückt und so. Und jetzt ist es 12.17 Uhr und fleißig wie ich bin, habe ich jetzt schon mal hier das Video, also den IKEA-Haul, den ich gerade gedreht habe, für euch auf den Laptop geladen. Und ich werde den jetzt schon mal schneiden und vielleicht schaffe ich es auch schon, den hochzuladen. Dann könnt ihr den nämlich wirklich tatsächlich morgen schon sehen. Ich habe gedacht, ich mache das erst, wenn wir im Haus sind, also wenn der Umzug quasi von der Bühne ist, aber vielleicht schaffe ich es auch eher. Ich will nicht zu viel versprechen, werdet ihr ja sehen, was morgen für ein Video kommt. Ich wollte euch auch nochmal darauf hinweisen, dass die Videos, die ihr seht, ungefähr 2 Wochen alt sind. Also ich habe gerade auf Instagram auch gepostet, dass ich halt den IKEA-Haul drehe und so. Da bin ich halt up to date, aber dadurch, dass wir die Quarantäne hatten und wir 2 Wochen Pause gemacht haben, also ich habe halt gefilmt, aber erst im Nachhinein alles geschnitten und hochgeladen. Deswegen sind wir halt in Verzug. Also ja, es ist halt nicht aktuell, dieses Video. Es tut mir leid. Mein Gedanke war auch dabei, wenn wir jetzt so vordrehen, also durch die Quarantäne, und ein bisschen Urlaub gemacht haben von YouTube, weil wir halt durch den Umzug enorm viel Stress hatten auch, dass wenn die Geburt im Januar ist, dass wir dann vielleicht auch mal 3, 4 Tage so nicht hochladen. Ich weiß es nicht. Dass ich dann halt vorgedreht habe, dass ihr dann, was weiß ich, sage ich jetzt mal, die Silvester-Videos seht oder so. Ihr wisst, wie ich meine. Dass ich halt, wenn die Geburt war, 2, 3 Tage, 4 Tage, wie auch immer, Pause habe und das vielleicht gar nicht so auffällt, weil ich noch Videos habe von dann vor einer Woche oder so. Egal, voll kompliziert, wieder ausgedrückt alles. Ich habe mir hier so einen Zitronentee gemacht. Ihr wisst, wir haben nicht mehr so viele Gläser hier. Ich habe schon alles eingepackt. Und diesen so Schrümmel-Zitronentee vom Aldi, diesen Krümel-Tee, der ist voll lecker, aber ich trinke den so selten, weil der so... Ist halt nicht so gesund, ne? Ja? Darf ich deine Pickelcreme benutzen? Nein. Ist ja! Ja, ich weiß. Pubertät, Schatz. Da sind so Patches, da kann ich dir gleich einen drauf machen. Da ist so ein Waschgel für unreine Haut. Dieses Garnier, blaue Flasche am Waschbecken, was wie Seife ist. Das machst du dir auf den Waschlappen und richtig schön einmassieren. Und dann klar abspülen. Und dann nicht mehr anfassen. Dann mache ich dir gleich so ein Patch da drauf. Okay? Die Pubertät kommt. Ja, jedenfalls ist jetzt die Zitronentee-Packung leer. Da habe ich nicht so viel zu mitnehmen. Ihr wisst, wir versuchen alles aufzubrauchen. Haben wir nicht geschafft, aber einige Sachen schon. So, und jetzt schneide ich das Video. Bis gleich. Funktioniert die Lampe denn jetzt? Smurfy, komm! Etty kommt auch, sagt er. Etty! Endlich. Hallo, ich hab nichts schon. Oh, ist die prächtig, die Lampe. Ach, nochmal. Sieht aus wie ein Adventkranz. Ja, aber das Dings hat er jetzt aus. An Michaela oder an Michael? Hier, ich muss ihm eben hier das Band abnehmen. Ich trau mich nicht. Oh, schön. Das ist aber stimmungsvolles Licht. Schön. Sind so. Ja. Kalle! Die anderen Löcher müssen wir nur zumachen, oder? Sind die von uns? Ja, von der anderen Lampe. Guck mal, was die gebaut haben. Die Kuchen kann Werner vielleicht reinmachen, ne? Was? So? In die Spitze. Da machst du die Kuchen rein, ja. Guck mal, was die gebaut hat. Mach mal an, die Lampe. Oh, die hier stecken. Ja. Oha, voll hell. Schön, ne? Voll gut. Ja, passt gut zu dem alles Bett. Alles selbst gebaut. Ja. Da kommen auch zwei nach hin. Ja, hier an die das ist gut. Dinger. Mit der 700 Euro Lampe. Was hat er da? Ja, die war jetzt echt teuer, ne? Ein bisschen anders. Komm, wir gehen jetzt tighter, Smurfy. Ich habe die Jacke schon an. Gebrauchen hier. Hör auf, der kann alles gebrauchen. Hör auf. Ich bin schon immer am Ausmisten. Komm. Was macht der hier? Da ja, gesagt. Wollen wir die kleine Haken eben noch machen? Ja, können wir machen. Was hat er denn jetzt? Halt! Was hat der Mann gemacht, Michaela? Was hat er mir gezeigt schon. Sieht schön aus, ne? Mit dem Kabelkanal. Ey! Nicht.
Jetzt war der Etti so lieb den ganzen Tag, jetzt machst du ihn so wild. Ja. Sollen wir die Haken noch einmachen? Wisst ihr wie? Habt ihr euch überlegt oder wollt ihr noch nicht? Ne, wir hatten doch gesagt, irgendwie angeln eine Reihe, ne? Und dann zwei an der Seite oder so für Taschen, habe ich gedacht. Oder hier so. So, wie ihr seht, wir sind wieder zu Hause. Bernd ist nochmal eben kurz Brot kaufen. Wir haben jetzt mega Hunger alle. Und obwohl die Schublade voll ist, sind wir irgendwie unzufrieden mit der Ausbeute. Calvin und ich essen jetzt Restenudeln und Restesalat und irgendeine undefinierbare Soße hier. Ich weiß gar nicht, was da alles drin ist. Sie schmeckt einigermaßen. Und Calvino kriegt... Wo ist die Soße? Wir hatten noch immer diese Pizzasoße. Oder ist sie alle? Egal. Ich weiß es nicht. Jedenfalls habt ihr jetzt die Lampe gesehen, die Bernd selber gebaut hat. Und die gefällt mir echt gut. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr die findet. Und ja, ich habe halt unten Fenster geputzt und was soll ich noch machen? Das Badezimmer zu Ende geputzt. Das habe ich ja letztes Mal schon angefangen, aber nicht geschafft. Ich bin so langsam geworden irgendwie. Total lahmarschig. Früher hätte ich das voll schnell geputzt, das Badezimmer. Was machst du da? Aha. Das darf er. Ja, früher hätte ich das voll schnell gemacht, das Badezimmer. Und jetzt brauche ich dafür so ewig lange. Ja, wird Zeit? Nein, wird nicht Zeit. Ich genieße ja das Schwangersein. Aber zwischendurch jetzt beim Renovieren hätte ich echt gerne meine alten Kräfte wieder. So. Und wir essen jetzt. Und ja, ich schneide noch den Vlog, nicht den Vlog, den IKEA-Holz zu Ende. Das habe ich nicht ganz geschafft. Lad euch den hoch. Und dieses Video schneide ich auch noch. Und ja, würde mal sagen, wahrscheinlich bis morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.